Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hearthstone. Ja, ich mache eine ganz kurze Aufnahmesession heute, da ich nicht allzu viel Zeit habe. Ich aber auch gerne trotzdem möglichst meinen Zweitagesrhythmus einhalten möchte. Wobei ich es noch nicht garantieren kann, dass ich das wirklich jetzt an diesem Wochenende schaffen werde, da ich das Wochenende über weg bin. Aber wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Ansonsten müssen wir halt mal ein oder zwei Tage Pause machen. Es ist ja nicht so die Welt. Wobei es doch schade wäre. So, bei den Quests wollte ich mal weitermachen. Und zwar habe ich jetzt insgesamt 3 Stück bekommen. Oder habe ich noch 3 Stück. Einmal die 100 Schaden am feindlichen Helden machen. 60 haben wir davon schon. Dann 3 Siege, eine beliebige Klasse spielen und auch gewinnen natürlich. Und insgesamt 40 Diener vernichten. Das werde ich jetzt einfach mal angehen und da werde ich einfach nochmal mit meinem Magier eine Runde spielen. Ich gucke einfach mal, wen wir so zugelost bekommen. Vielleicht sind ja ein, zwei schlagbare Gegner dabei. Ich hoffe es doch sehr. Weil immer nur Niederlagen, da habe ich keine Lust. Wir probieren es einfach mal aus. Jo, jetzt wieder mal das ewig lange Auswahlverfahren, wo immer dasselbe am Ende rauskommt. Naja. Jetzt hat er was. Jetzt müsste er was haben. Es hakt kurz. Jep, da hat er was. Oh, auch noch Magier. Gegen Jaina! Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Das Dick. Die Karten können wir sogar so behalten. Hab gleich einen Spotter mit dabei. Den wir da nochmal direkt setzen. Einsatzbereit! Jetzt sind wir wenigstens einen Angriff geschützt. Das kann ich auch. Zu den Waffen! Ich kann sogar direkt 2 Schaden auswirken. Tja, wenn er schlau gewesen wäre, hätte er jetzt meinen Spotter inzwischen weggezogen mit den 2 Feuerbällen. Aber er hat bestimmt irgendwelche anderen Schweinereien im Kopf. Ja, sowas zum Beispiel. Das gefällt mir gar nicht. Spott 2-2. Ich frage mich. Ja. Und da gehen wir gleich mal in Angriff da oben drauf nochmal. Vorteil ist, er kann jetzt nicht sehr viel ausrichten, da er so oder so meinen Spotter angreifen muss und dadurch sein opfern muss. Das Dingo! Ja! Schnell und stark zuschlagen. Genau, schnell und stark. Mit wahnsinnig 2 Schaden. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Ui. Ja, das war ja klar. Das hat ja sehr gut gepasst. Ziehe ich das Schäfchen jetzt weg, Feuerball. Setz mir meinen Spotter hin. Oh, mehr kann ich nicht. Na, ja, der wartet wahrscheinlich, dass er genug Kristall hat für seine starken Viecher. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Wer weiß, was da zum Vorschein kommt.
nichts Gutes höchstwahrscheinlich. Nehmt das! Oh. Jawollo. Zweimal Spott. Ja, da hätte ich jetzt plus 6 Sechser auf dem Feld. Das Problem ist, die wird er wahrscheinlich relativ zügig wegziehen. Wahrscheinlich mit 2 Angriffen, da hat sich's erledigt. Jo. Eine Frostnova. Frostiert aber nur für eine Runde ein. Was tun? Ja, ist ja gut. Gibt's einen Feuerball, dann höre ich auch schon auf. Problem ist, jetzt hat man wahrscheinlich schon so aufrüsten. Ja, da kann er mir jetzt gut einen reinwürgen. Ist natürlich schon heftig jetzt. Also der hat doch gut was da auf dem Feld liegen. Zu gut. Ja, und sitzt noch als weiter. Wenn ich jetzt wenigstens irgendwas kriegen würde, um mal einmal da aufzuräumen, den Flammenstoß, dann wäre ich sehr gut dabei. Den gibt es aber natürlich nicht. Das Problem ist, ich verliere jetzt dann wieder eine Karte nach der anderen. Für nichts im Endeffekt. Ein bisschen aufräumen. Dann haben wir ein paar Spiegelbilder dabei, ist ja sicher. Den ziehen wir auch noch raus. Und da haben schon alle wieder ein bisschen weniger Schaden. Perfekt. So komme ich auch ziemlich nah an die 40 Diener, die ich killen muss. Wenn das so weitergeht. Ja, was tun? So, jetzt muss er einen opfern. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Bereit zum Ausritt! Schlicht überlegt. Ja, da traut er sich jetzt komischerweise nicht so an, oder was? Hat ja nichts mehr da zum Angreifen, außer... Fluss? Nee, nicht den Fluchtgruppenlisten, den Raptor. Ich frage mich, der würde verloren gehen, der Reiter würde verloren gehen, der Eber würde auch verloren gehen. Es ist schade, was er machen konnte, um noch möglichst Schaden auszuwirken. Also wenn jetzt nicht so langsam irgendwas dabei ist, was ich brauchen kann, dann habe ich gleich verloren. Weil es dauert nicht lange. Jo, das wird auch so ziemlich jetzt mal Niederlage gewesen sein, wenn ich überlege, 2, 5, 7, 8, 12 Schaden, könnte wehtun.
Na komm, setz mal einmal die Nachtklinge. Ziehen wir hier nochmal 3 Schaden vom Tisch. Sind wir bei 2, 4, 5, 9. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Also ich bräuchte jetzt ganz, ganz dringend meinen Flammensturm. Weil mein Feuerschlag oder wie der nochmal heißt. Ja, jetzt wirkt er mir nochmal richtig gut einer sein, weil er wahrscheinlich noch irgendeine Karte hat, die er jetzt ausspielen kann dafür. Ja, was macht er denn? Das wundert mich. Möchte Busy verwirrt sein, hä? Was soll ich nur tun? Ich glaube, ich habe einfach zu viele starke Karten im Deck. Die anderen setzen immer so eher auf die Masse. Ach, na komm schon. Was soll ich nur tun? So schlecht stehst du, Kollege, doch gar nicht da. Du kannst doch gar nicht mehr so viel falsch machen. Außer ich bekomme halt mal eine richtig fiese Karte. Die ich eh nicht bekommen werde, wie immer. Ich frage mich, ob... Oh! Ja, sauber. Hey, hier ist mal ein bisschen checken. Nichts Außergewöhnliches dabei hat, aber der hat 5 Karten auf der Hand, 10 Mana-Kristalle, die er noch einsetzen kann. Der muss irgendwie was ausrichten noch. Ich verstehe nicht, was er macht. Ja, da ist sowas zum Beispiel. Ein Feuerball, ja, hätte er alles vorher schon vorher ziehen können. Das hätte er alles schon vorher machen können, der Vogel. Wir spielen jetzt einfach mal weiter mit ungewerteten Spielen. Vielleicht kommt ja noch was ordentliches bei uns raus. Ich weiß nicht, irgendwie hat mein Deck doch einen ganz ordentlichen Schwachpunkt. Mir fehlen einfach die schwachen Diener, weil irgendwie alle spielen sie auf Masse. Nur ich versuch's mit Klasse und komme damit nicht weit. Na, gibt's keine so schlechten Spieler wie mich oder wie? Deswegen sucht er und sucht er und sucht er und findet nichts. Na. Ja, wird's denn noch was oder wird's denn nix? Oh. Probieren wir es nochmal. Aha, was ist denn jetzt kaputt? Na gut, probieren wir einfach nochmal. Einen Moment. Hey ho, es geht. Wunderbar. Da sind wir wieder. Ja, 10 Diener habe ich vernichtet, 69 Schaden, aber ich habe noch kein Spiel gewonnen. Das muss ich definitiv ändern. Was findet. Oder ob er uns wieder rausschmeißt. Ich hoffe es mal nicht. Na, wer kennt die Musik im Hintergrund? Wer kennt sie? Wer kennt sie?
Ist natürlich ein bisschen schneller gepitcht, glaube ich. Die ist aus Warcraft 2. Wer es nicht erkannt hat, in die Ecke stellen und schämen oder sich die Battle.net Edition kaufen und einfach mal antesten. Windet nichts mehr. Will mich nicht spielen lassen. Nee, will nicht. Na gut, dann werden wir es für heute belassen. Oder nochmal einfach nur ein Übungsmatch machen. Vielleicht funktioniert das. Aber für ein Übungsmatch gehe ich mal weiter mit meinem Hexenmeister. Den würde ich nochmal eine Runde spielen. Profi. Oh. Spielen wir gegen Profi-Schamane. Mal gucken, was da passiert. Gut, funktioniert nicht, dann lassen wir es für heute. Auf Wiedersehen und ich hoffe, das nächste Mal habe ich ein bisschen mehr Glück. Jo, bis denne. Tschüss.